Guten Morgen aus meinem Bulli. Ja, ich bin immer noch hier am Möhnesee. Ach, immer noch? Ja gut, vielleicht seht ihr das andere Video hier vor oder hier nach, da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich hier eine recht stürmische, regnerische Nacht. Es ist kalt. Ich weiß nicht, ob man meinen Atem sieht. Wenn ich hier so hauche unter der Kamera her, werde ich nachher sehen, wenn ich das mal am PC bearbeite. Auf jeden Fall kann man es hier ganz gut aushalten. Jetzt ist so der erste Verkehr wieder unterwegs. Die Sonne ist durchgekommen. Es scheint ein sehr wechselhafter Tag wieder zu werden. Habe ich aber auch soweit kein Problem mit. Ich habe hier so meinen kleinen Terrakotta-Ofen da vorne an. Und ja, das Ordnungsamt. Meine Freunde, naja, die sagen ja hier nichts, wenn man sich vernünftig verhält. Wie gesagt, hier dieser kleine Terrakotta-Ofen, der schafft es, dass ich so im Groben 8,7 Grad hier drin habe. Da bin ich doch schon ganz zufrieden mit. Wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, sieht das alles auch ganz gut aus. Durch diese getönten Scheiben wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen duster, aber ich werde gleich mal rausgehen und euch dann hier am Möhnesee ein bisschen mitnehmen, wenn ihr möchtet. Das Ganze werde ich zu Fuß machen, weil ich das Fahrrad jetzt nicht mitgenommen habe. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Rücken und wollte das nicht da hochheben, um das Ganze nicht noch weiter zu belasten. Deswegen wird es einen schönen Spaziergang hier am See geben. Und wenn ihr mögt, bleibt dran und genießt das Video. Aber bevor ich loslege, wird es hier noch so eine Schokocreme als Brotaufstrich geben. Habe ich mir schon ewig nicht mehr geholt. Jetzt gab es hier auch nur so ein Duo Braun-Weiß. Habe ich früher auch schon mal gegessen, ist extrem süß. Aber manchmal hat man ja so einen süßen Zahn und das gibt auf jeden Fall Energie für den Tag. So viel dazu nochmal. Aber dann geht's auch wirklich los. Und so sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen improvisiert mit dem Zebertuch darunter, weil ich so ein bisschen hier am Umräumen und am Machen bin und deswegen nicht alles im Fahrzeug habe. Unter anderem gerade kein Teller. Aber kein Drama, der Schokoaufstrich schmeckt auch so. Das, was ihr jetzt vor mir seht, ist hier das Südufer, wo ich gerne immer parke. Weil das für mich hier mit der schönste Platz ist, um direkt ans Wasser zu kommen, wo man auch offiziell stehen darf oder parken darf, ne? Also nicht verwechseln mit Wohnmobilstellplatz. Ja, aber obwohl wir schon Mitte Januar haben, bis dort zu der Steinkante sollte eigentlich das Wasser stehen und wie es wirklich ist, seht ihr hier. Es dürfte deutlich mehr sein, wie ihr sehen könnt. Aber man kann es nicht ändern. Gefühlt ist ja der Dezember und Januar sehr feucht und sehr dunkel gewesen, finde ich persönlich. Und daher habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier hinkomme, nach einigen Wochen, weil ich war jetzt lange nicht hier, dass deutlich mehr Wasser wäre. Aber das ist nicht. Absolut nicht, wie ihr sehen könnt. Boah. Der Untergrund hier ist recht grob. Deswegen stolper ich hier manchmal so ein bisschen rum. Aber ich finde es jetzt gerade auch mal ganz schön, wieder hier runtergehen zu können, um an das Wasser direkt zu kommen. Hier bin ich sonst morgens immer schon ins Wasser gesprungen. Von dieser Kante aus konnte man mehr oder weniger reinspringen, also ganz vorsichtig, weil die Tiefe natürlich nicht gegeben ist. Naja, nennen wir es mal reinhüpfen. Sehr erfrischend Anfang des Jahres immer, so April, Mai. Ab Juli würde ich sagen, ist es sehr angenehm, wenn wir hier den normalen deutschen Sommer haben. Wenn wir natürlich so einen Hitzesommer haben wie vor 2 Jahren, ist auch hier das Wasser sehr, sehr warm und
ja, schon fast muffig. Hier sieht man jetzt auch mal schön, dass auch in den Seen einiges an Muscheln vorhanden ist. Wenn auch klein, aber einiges. Ja, jetzt werden viele sagen, der tritt alles kaputt. Aber ich bin vorsichtig und versuche, auf den Steinflächen zu gehen, um nicht die Muscheln hier noch mehr zu beschädigen. Aber dieser Blick ist es auf jeden Fall wert, mal hier runter zu gehen. Und gefühlt ist hier sogar gerade mal weniger Wind. Ups. Ah. Ein bisschen höher. Hier ist wieder ein bisschen besser zu gehen, ohne die ganzen Muscheln. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, auch wenn es wenig Wasser ist, wenn es alles graubraun ist im Grunde, aber durch den blauen Himmel jetzt gerade und diese Reflexion ist das herrlich. Das Regengebiet ist da hinten abgezogen, das sieht man noch so am Horizont. Aber ansonsten ist das doch eine Wohltat. Endlich mal wieder richtig Licht. Und ich will es nicht beschreien, aber es sieht erstmal so aus, als wenn es wettertechnisch ein bisschen stabil bleibt. Bei der Windstärke kann man das immer schlecht abschätzen. Aber jetzt gerade ist es sehr angenehm mit dem vielen Licht. Es ist kalt, gar keine Frage, aber es ist angenehm. Ich hoffe, von den Windgeräuschen her geht das so, dass ihr mich auch hört. Aber ich dachte, so geht es vielleicht mal, dass ich mich doch vermummt vor die Kamera stelle. Vielleicht werde ich ja demnächst auch noch mutiger und zeige mich mal ganz. Aber da bin ich mir immer unschlüssig, ob ich das machen soll oder nicht, weil es ja letztendlich um diese Landschaft geht und was man dabei alles so entdecken kann, auch wenn es oft aus derselben Region ist, gibt es ja immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, die man sieht, die man auch gut findet. Und ich denke mir, auch diese Kleinigkeiten sollte man genießen. Also machen wir das doch einfach mal. Und ich denke, dass das so für euch auch okay ist. An diesem Baum am Südufer haben wir vor 2 Jahren und vor 3 Jahren, genau, den Sommer hier verbracht mit der sogenannten Möhne-Gang. Also wenn einer von euch das Video sieht, schreibt mir das bitte mal. Würde mich freuen, mal wieder was von euch zu hören. Durch meine private Situation ist das ganze Jahr nicht mehr zustande gekommen, dass man sich hier getroffen hat. Vielleicht hat man ja dieses Jahr die Gelegenheit dazu, das Ganze nochmal aufzufrischen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Weil hier am Baum kann man wirklich den ganzen Tag genießen. Ne? Man kann mit dem Schatten mitwandern, den der Baum im Sommer gibt. Oder halt auch mit der Sonne. Und immer wieder kleine Erfrischungen genießen, wenn man hier ins Wasser springt. Oder gegenüber gibt es einen Imbiss, auch mit WC-Anlage und so, was dazugehört. Wer sich nicht irgendwas mitbringen möchte oder auch mal einfach eine Kleinigkeit so verzehren will. Wenn man hier so einen kleinen Abstecher macht vom Radweg, Rad- und Fußgängerweg, durchs kleine Wäldchen, kommt man schön runter wieder Richtung Wasser. Mit diesem kleinen Bootsanleger, was normalerweise da drüben ja alles Privatgelände ist von irgendeinem Verein. Aber dadurch, dass das Wasser halt so niedrig ist, kann man hier von allen Seiten überall hingehen. Und ich bin immer noch total begeistert von diesem herrlichen Licht, was die ersten Sonnenstrahlen gefühlt diesen Monat endlich mal hergeben. Da auf der linken Seite sitzt ein Angler. Das sind für mich sowieso die Herzen unter der Sonne bei dem Wetter. Sitzen die stundenlang auf ihrem Stuhl, ohne sich irgendwie zu bewegen. Das muss doch
Entschuldigung, aber arschkalt sein. Ich bin nicht empfindlich, was so Wettergeschichten angeht, aber wenn man stumpf sitzt und diese Kälte so langsam in einem aufsteigt, das ist definitiv nichts für mich. Also, lieber Angler, Respekt für euer Sitzfleisch. Hier ist schon mal Neoprenschuh von der Natur genutzt worden, um die Muscheln drin abzulegen. Na, hier liegt das alte Tau, dieses Stahltau, wo die ganze Anlage befestigt ist, wenn das Wasser hoch genug ist, was ja, wie ihr seht, jetzt definitiv nicht der Fall ist. Ah, und die Sonnenstrahlen, das ist so schön. Also man spürt halt auf der Haut diese Wärme. Und bei einer Außentemperatur, ich glaube 3 Grad haben wir. Ja, wunderschön. Dadurch, dass ich am Wald hergegangen bin, war ich die ganze Zeit im Schatten jetzt. Aber hier in der Sonne, kann ich nur wiederholen, herrlich. Ich werde gleich mal auf die andere Seite gehen und da bin ich halt ein bisschen länger in der Sonne. Von hier hat man so einen schönen Blick da vorne auf diesen ADAC-Segelschulpunkt, den Campingplatz, dieses neue Restaurant da. Da werde ich auch irgendwann mal hingehen, wenn es wieder möglich ist. Das ist echt unheimlich schön gelegen. Und dann, ja, der Schwenk entlang des Sees. Leider zieht sich das Wetter schon wieder so ein bisschen zu. Lass mich jetzt nicht von abhalten. Aber man muss halt damit rechnen, dass man bei dem Wetter auch einen nassen Hintern kriegt. Und der Wind, der ist echt so kräftig. Da wechselt das hier in Minuten. Aber genauso schnell wird es dann natürlich auch wieder trocken, wenn das nicht ein ewig Regenband ist. Und wie bekannt ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, wenn man von der gegenüberliegenden Seite Richtung Wald schaut, also Richtung Möhneseeturm, dass da nahezu alles abgeholzt ist, gefühlt. Und man hört auch noch die ganzen Motorsägen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt einmal Richtung Turm zu gehen. Ja, um einfach mal zu schauen, wie viel Wald denn tatsächlich noch da ist. Wie vermutet, der erste Blick hier oben ist echt erschreckend. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ja, ich schau mal, ob ich zum Turm hochkomme oder ob der auch gesperrt ist wegen Corona. Da stand mal irgendwas in der Zeitung. Ob man dann vielleicht mal von oben drüber schauen kann. Aber so der erste Eindruck, erschreckend. Die Wegbeschaffenheit ist doch optimal, um hier mit einem vernünftigen Wanderhalbschuh durchzulaufen, oder? Seht ihr das nicht auch so? Ich stehe hier gerade wieder vor so einer Holzwand aus Stämmen und ich glaube, die Gesichter dieser Stämme sagen alles. Am Turm angekommen bin ich jetzt. Er sieht so aus, als wenn es alles offen wäre, was natürlich Pflicht ist, ist diese Mund-Nasen-Maske, die man ja mittlerweile fast überall tragen muss. Und zwar, ach, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja gut, da heute Donnerstag ist, kann ich ja ohne Maske gehen. Aber das Hochgehen muss ich ja jetzt nicht filmen. Ihr seht ja, wie es aussieht. Ja, ich bin jetzt oben auf dem Möhneturm rund auf 40 Meter Höhe. Und ja, ihr seht selbst, was vom Wald letztendlich hier übergeblieben ist. Man sieht so ein paar Nadelhölzer noch grün, da zwischen den ganzen Birken. Aber alles in die Richtung ist noch braun, bis auf weitere Birken rechts im Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Also man hat das Gefühl, so ein paar, wie gesagt, Tannen stehen hier unten, die haben es geschafft. Die Birken scheinen es auch geschafft zu haben, aber der ganze Rest
an Fichten da hinten, soweit das Auge reicht, ist braun. Und das wird dann wahrscheinlich demnächst überall so aussehen wie hier. Tja. Dieser Weg führt über so eine schöne Brücke. Die habe ich auch mal irgendwann gefilmt, wahrscheinlich, weil ich mich immer ein bisschen ärgere, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, dass diese Balken, die dazwischen sind, vom Abstand genau so sind, dass man nicht fahren kann. Also man bleibt mit dem Rad immer hängen. Aber ist ja auch nicht dramatisch. Ist ja auch eine Fußgängerbrücke. Nochmal den Blick auf den Turm. Man sieht auch schön die Wolken, wie schnell die ziehen. Aber jetzt hier in dieser Schneise oder Schlucht ist der Wind gerade halt nahezu null. Deswegen kann man hier mal schön filmen. Dieser kleine Bachlauf, der hier ja, durch den Totenwald sich schlängelt. So viel zu dem Thema, der Weg ist okay. Mittlerweile sitze ich wieder im Bulli. Hab festgestellt, dass ich keinen Kaffee hier habe, was nicht so toll ist, weil ich trinke unheimlich gerne Kaffee. Hatte aber noch 2 Teebeutel Pfefferminztee. Den habe ich mir jetzt gemacht. Schön hier in meinem Thermosbecher. Den werde ich jetzt noch ein bisschen genießen. Habe hier unten diese kleine Gasheizung mal angemacht. Die Schiebetür ist ein Spalt auf für die Zirkulation mit dem Sauerstoff. Heize jetzt den ganzen Wagen mal so auf 20 Grad ungefähr auf. Und dann werde ich mich ein wenig hinlegen, ein kleines Nickerchen machen und dann schaue ich mal weiter, was der Tag noch so gibt. Ja, Mittagspause vorbei. Das Nickerchen tat echt gut. War jetzt ja etwas über eine Stunde. Sollte man gar nicht glauben, dass das machbar ist. Naja, ja, so sieht die Perspektive aus meinem Bett aus. Und draußen. Oh, die Sonne strahlt richtig die Kälte aus, wie man das sieht. Ich werde jetzt mal langsam aufstehen. Oh, Raimund hieß er, glaube ich, ne? Vom Bikepark Warstein. Wir haben vorher auch einen alten T4 gefahren. Na, ja, guck. Auch in der Ecke hier unterwegs. Die haben ja auch alle zu bei dem Wetter. Beziehungsweise Corona, nicht bei dem Wetter. Naja. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen fertig machen. Wie ihr seht, dieser Terrakotta-Ofen da, der läuft immer noch. Und es ist okay hier drin. Es ist nicht warm, aber es ist okay. Zum Schlafen perfekt gewesen. Aber ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen munter werden und dann gehe ich nochmal raus. Das ist noch so ein schöner Tag geworden. Natürlich ist es frisch oder mehr als frisch, aber es ist herrlich. Echt schade, dass ich das Fahrrad nicht mit habe, aber man kann halt nicht alles haben. Hier vorne sind schön so Wildgänse. Die machen schon die ganze Zeit einen Lärm. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Sofern man das als Lärm bezeichnen kann. Aber sonst war das die richtige Entscheidung, hier rauszufahren und mal eine Nacht auszuspannen und jetzt den Tag so richtig zu genießen. Schaut mal hier, das sieht doch auch klasse aus, oder? Hat so ein bisschen was von einer Vulkanlandschaft, finde ich. Der Wind ist mittlerweile echt eisig. Hat man auch im Bulli gemerkt vorhin, wo ich aus dem Bett bin. Da pfeift es schon so durch die einzelnen Türdichtungen. Das nimmt man sonst gar nicht so wahr. Aber jetzt, wenn es so Richtung 0 Grad geht langsam und der Wind dabei, dass da so richtig reinpresst, ja, merkt man schon. Seht ihr den Mond dort? Die Sonne geht da hinten schon langsam unter. Und deswegen ist hier vorne gerade ein echt schönes Licht.
So, meine Lieben, der Wind bläst hier deftig, kräftig, heftig, würde ich sagen. Es wird langsam dunkel und daher werde ich jetzt das Video hier beenden. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.